NPD-Verbot, NPD-Verbot, NPD-Verbot. Ich kann's nicht mehr hören. Dieser müde Haufen verbietet sich doch von selbst. Das ist doch ein Einmarsch. Der Goebbels hätte über so eine Truppe nur gelacht. Machen ihren Bundesparteitag ausgerechnet im Fontanehaus so ein Drecksbau. Was für ein Signal. Es war ein Signal, dass die NPD erstmalig nicht auf einem Dorf, sondern hier in der Hauptstadt Berlin getagt hat. Berlin, das ist Reinickendorf, der Arsch von Berlin, eine Vollkatastrophe. Und dann nur eine mickrige Deutschlandfahne. Wo sind denn die jubelnden Massen? So gehört sich das. Und dann eure Delegierten, eine Schande für die deutsche Rasse. Schauen Sie, so sieht ein arischer Mann aus. Und was ist das? Der pennt beim Parteitag. Und hier, Finger aus der Nase. Na gut, wenigstens die Popel sind braun. Mir wird schlecht. Was für ein Schauhaufen! Hoffentlich klappt wenigstens die Organisation! Uns wurde hier die Küche gesperrt, wir müssen hier mit Bockwürsten arbeiten. No. Es wurde uns sogar das Toilettenpapier noch kurzfristig gestohlen. Was? Nicht mal kacken könnt ihr? Das ist doch kein Parteitag, das ist eine Lachnummer! Und wofür treten diese Arschpiraten überhaupt ein? Ich bin gegen Überfremdung eingetreten. Ich möchte, dass wir ein deutsches Deutschland haben. Ein deutsches Deutschland? Das ist intellektuelles Möchte der Nazi-Geschwafel. Greifen Sie mal durch, Mann, als erstes beim Journalistenpack. Alle Schreiberlinge der verordneten Meinungsindustrie werden auch gebeten, sich hinzusetzen. Na, das ist doch ein Anfang. Und nur die Mafia mit der Kamera darf stehen bleiben. Die Mafia mit der Kamera darf stehen bleiben. NPD-Memmen-Versager, habt ihr wenigstens ein bisschen Geld in der Kasse? Zunächst einmal haben wir eine Forderung von 863.000, die uns auf dem Tisch liegt, vom Deutschen Bundestag. Tja, aus die Maus. Da wird euch nicht mal die dicke Kröte von der DVU weiterhelfen. Wenn wir der NPD in welcher Form helfen, werde ich das nicht mit Ihnen besprechen. Sie beantworten jetzt sofort meine Frage. Wissen Sie was? Beantworten Sie Ihre Frage doch selber. Und wissen Sie was? Meinen Seitenscheitel werden Sie so nie hinkriegen, Patch. Aber das nur nebenbei. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn ich weg bin? Ich, der Führer! Ein Führer. Das ganze System bricht zusammen, wenn der Führer weg ist. Genau, ihr Saftärsche, Arschpiraten, nichtnutzige Vollpfosten, Lampenhunde, Kackspelzen, Heulsusen, ihr kriegt doch gar nichts hin! Das ist doch das Einzige, was ihr noch gebacken kriegt. Singen! Macht euch doch Zöpfe! NPD-Chor-Schwachteln! Weg!